Guten Abend, ich begrüße Sie sehr herzlich zum dritten Teil unserer Reihe Stay United. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie hier sind. Ich freue mich sehr, dass zwei fantastische Autorinnen da sind, eine sehr gute Moderatorin und noch zugeschaltet ein Politexperte. Alle Personen werden Ihnen noch ausführlich vorgestellt. Mein Name ist Birgit Lengers, ich bin Dramaturgin hier am Haus und auch Kuratorin von dem Festival Radar Ost. Und das zeigt, glaube ich, auch, dass dieses Radar Ost Festival jetzt seit 5 Jahren hier am Deutschen Theater stattfindet, dass wir eine ganz besondere Beziehung zu Osteuropa pflegen. Und das sind nicht nur Gastspiele, die eingeladen werden, sondern es sind tiefe und enge Freundschaften, die entstanden sind, auch mit Künstlerinnen aus der Ukraine. Und heute steht die Veranstaltung ja unter der Frage, was kann eigentlich Kultur im Angesicht der Barbarei? Wie kann man schreiben, was kann man sagen, was kann man tun nach den schrecklichen Ereignissen, zum Beispiel in Butscha? Und das ist natürlich auch das, was wir uns hier fragen. Was können wir tun als deutsches Theater? Wie können wir unsere Verbundenheit zeigen? Wie können wir Künstlerinnen, Stimmen aus der Ukraine die Bühne geben? Wie können wir auch ganz praktisch helfen? Und ich habe gesagt, das ist jetzt die dritte Veranstaltung und das ist uns, glaube ich, auch wichtig, dass es nicht nur um symbolische Zeichen geht. Es geht nicht nur darum, Häuser in Blau und Gelb anzustrahlen, sondern es geht darum, auch eine Kontinuität zu schaffen und einen langen Atem hier zu haben. Wir haben angefangen am 1. März, das war am 6. Kriegstag, da gab es hier eine Solidaritätsveranstaltung und da ging es vor allen Dingen darum, diesen Schock, aber auch dieses Bedürfnis nach Zusammensein, dem einen Ort zu geben. Wir haben hier Texte relativ spontan, haben 2 Tage das vorbereitet, von Autorinnen aus der Ukraine gelesen. Wir haben ein Konzert mit befreundeten Künstlern vor dem Haus gemacht. Dann einen Monat ungefähr später fand in den Kammerspielen eine Veranstaltung statt, Stimmen aus Mariupol, die sehr geprägt war von den Bildern der komplett zerstörten Stadt Mariupol. Sie haben es vielleicht gesehen, als Sie zum Theater gegangen sind. Dort sind Lichter aufgestellt, die das russische Wort Kinder, das war nämlich genau die Worte, die standen und das Theater in Mariupol gerahmt haben, bevor es von einer russischen Rakete getroffen wurde. Und jetzt fragen wir uns, wie kann man schreiben? Was für Texte kann man lesen? Was kann eigentlich Kunst tun? Und ich glaube, was Kunst tun kann, ist, dass es neben den Informationen, die man durch die Nachrichten bekommt und natürlich auch die Gefühle, die die Bilder und die Informationen auslösen, doch nochmal eine etwas persönlichere, individuellere Nähe schaffen. Und deswegen ist uns auch wichtig, dass wir eben sagen, wir sprechen nicht für die Menschen in der Ukraine, sondern wir geben die Bühne den Menschen aus der Ukraine. Genau, und ich freue mich sehr, dass das von einer sehr kompetenten Frau moderiert wird, die Veranstaltung. Und die darf ich auch schon zu mir auf die Bühne bitten, Tamina Kutscher. Tamina Kutscher hat auch ein Podium moderiert, und zwar bei dem letzten Radar Ost Festival. Das ist jetzt gerade mal ein halbes Jahr her. Und das stand unter dem Motto Artist at Risk. Und wir haben nach einer Lesung von dem Text Ohnmacht nach von Alexejewitsch, und das ist jetzt auch irgendwie ganz absurd, wenn man das bedenkt, eine Adaption ihres Romans Zinkjung, wo es ja auch um einen Krieg geht und um den Horror des Krieges, mit Künstlerinnen diskutiert. Und Künstlerinnen waren da aus der Ukraine, aus Litauen, aus Bosnien-Herzegowina und aus Russland. Und das ist natürlich meine persönliche Utopie, dass das irgendwann vielleicht wieder möglich sein wird, dass man da über Kunst spricht. Genau, ich übergebe, du darfst dir ein frisches Mikrofon nehmen. Genau, also erstmal herzlichen Dank, dass du da bist. Ich weiß das jetzt in guten Händen. Und vielen Dank. Ich setze mich jetzt auch runter, um zuzuhören. Danke. Ja, Sache doch.
dass Sie Bescheid wissen. Nicht nur Sie sehen das, wir werden diese Veranstaltung auch live streamen. Deswegen an alle Leute, die das digital sehen, schön, dass Sie auch da sind und zuhören. Ja, herzlich willkommen hier im Deutschen Theater, auch in meinem Namen. Tamina Kutscher, ich bin Chefredakteurin von Decoder.org. Das ist eine Plattform, die sich vor allem mit Russland und Belarus beschäftigt, aber auch mit der Ukraine. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, weil ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier uns alle in einem Raum finden, in dem wir nicht nur über die Ukraine sprechen, sondern auch ukrainische Stimmen hören und uns hier alle austauschen können. Ich begrüße heute Abend hier auf der Bühne zunächst ganz herzlich die ukrainische Schriftstellerin Tanja Malertschuk. Tanja, herzlich willkommen. Du hast eine weite Reise aufgenommen, nicht aus der Ukraine, aus Wien, wo du seit 2011 lebst. Du verfasst deine Texte auch auf Deutsch, in Kolumnen in Zeitungen wie der FAZ oder auch Zeit Online. Arbeitest als Autorin und Schriftstellerin. 2018 gab es den renommierten Ingeborg-Bachmann-Preis für Frösche im Meer. 2019 ist bei Kiepenheuer und Witsch dein Buch Blauwal der Erinnerung erschienen. Und wie viele deiner Texte geht es darin sehr stark auch um ukrainische Geschichte, also die Lebensgeschichte des ukrainischen Unabhängigkeitskämpfers Vjatcheslav Lipinski, der wird nachgespürt und sie wird verwoben mit der Leben- und Liebesgeschichte der Ich-Erzählerin. Kannst du uns schon verraten, welche Texte werden wir heute Abend von dir hören und woher stammt diese Auswahl? Guten Abend, liebes Publikum. Danke, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Danke für diese Veranstaltung. Ich finde, es ist tatsächlich sehr wichtig, dass wir heute Texte über die Ukraine hören, dass wir nicht gleichgültig bleiben, dass wir uns mit der Geschichte der Ukraine auseinandersetzen. Welche Texte heute von mir gelesen werden, das sind die kurzen Texte, die ich letztes Jahr geschrieben habe. Es war schwierig eigentlich für mich, diese Wahl zu treffen, weil seit dem Beginn des Krieges haben mehrere Texte schon den Sinn verloren, irgendwie für mich. Was genau in diesen schwierigen, brutalen, schrecklichen Zeiten überhaupt gelesen werden kann, das ist für mich eine große, das war schwierig zu entscheiden. Und ich dachte dann, dass vielleicht genau diese Texte, ein paar nicht so große, ich habe die geschrieben in den ersten Wochen des Lockdowns, und als die Pandemie ausbrach und die Aufgabe des österreichischen Radios war, schreib einfach Texte über die Ukraine, also an was du dich am meisten erinnern würdest. Also diese Texte sind sehr persönlich, diese Texte sind voll von mir, von meiner Traumata. Ich schreibe auch am Anfang, deine Heimat ist dort, woher deine Traumata stammen. Und jetzt es ist viel mehr. Seit dem Beginn des Krieges fühle ich das noch mehr und mehr. Ja? Die Traumata natürlich vermehren sich jetzt enorm, aber sie fallen auf eine sehr furchtbare, in eine sehr fruchtbare Erde. Und so wichtig ist das für mich, dass diese alle Verbrechen, die das ukrainische Volk schon erlebt hat im 20. Jahrhundert, meine Familie darunter auch, die wurden auch nie bestraft, also die Verbrecher wurden nie bestraft. Und die größte Angst für mich ist, dass auch diese Verbrechen, die jetzt im Moment geschehen in der Ukraine, auch unstrafbar bleiben. Also das darf nicht passieren. Herzlichen Dank, Tanja. Wir freuen uns sehr, jetzt die Texte zu hören, einzutauchen in die ukrainische Geschichte, in die eigene Biografie von Tanja Malertschuk. Und dazu bitte ich Katlin Morgeneier und Ulrich Mattes.
Erinnerungen an das Sinnliche. Hühnerkopf. Deine Heimat ist dort, wo deine Toten liegen. Ein schöner Satz, leider nicht von mir. Ich würde sagen, deine Heimat ist dort, woher deine Traumata stammen. Wie man die Welt einst wahrzunehmen gelernt hat, sie gesehen, gehört, geschmeckt, gerochen hat, mit wie viel Freude oder vielleicht auch Schmerz, so sieht und riecht und hört man im Leben weiter. Man bleibt im Käfig seiner Heimat für immer fest sitzen. Noch vor 2 Generationen konnte keiner aus meiner großen Familie lesen oder schreiben. Meine Vorfahren gewannen ihre Erkenntnisse durch eigene Erfahrung und Erzählungen anderer. Sie erzählten selbst gern, aber noch lieber schwiegen und verschwiegen sie. In der Westukraine, woher ich komme und wo sich im Laufe des letzten Jahrhunderts verschiedene Imperien und Diktaturen immer wieder abgewechselt haben, galt das Schweigen als eine Voraussetzung für das Überleben. Mein Urgroßvater hat im Ersten Weltkrieg gekämpft, aber ich weiß nicht, gegen wen. 20 Jahre später hat sein Sohn im Zweiten Weltkrieg gekämpft, aber ich weiß nicht, gegen wen. Ein weiterer Sohn wurde geboren und seine Mutter bekam eine schicke schwarze Handtasche dafür als Geschenk. In dieser Tasche bewahre ich heute meinen ganzen Schatz. Unbeschriftete alte Familienfotos voller unbekannter Gesichter. Es lebt keiner mehr, der sie erkennen könnte. Begräbnisse, Hochzeiten, Reisen, mal Europa, mal Sibirien. Am Ufer eines weiten, zugefrorenen Meeres hocken eine Frau und 2 Knaben im Schnee. Sie blicken voller Hoffnung über den Horizont. Ist je ein Schiff gekommen, um sie abzuholen? Die Vergangenheit zuckt wie ein abgehackter Hühnerkopf auf dem Boden in der Küche meiner Großmutter. Vor Abscheu schließe ich die Augen und die Großmutter sagt, sei nicht so empfindlich. Hören. Die Eltern streiten miteinander. Die Hunde bellen, die Glocken in der Kirche schlagen laut, entweder zu einem Begräbnis oder zu einem Feiertag, was für mich gleichermaßen Trauer bedeutet. Am Feiertag darf ich nichts machen, sonst erschlägt mich der Donner Gottes, heißt es, und ich langweile mich sehr. Meine Großmutter melkt ihre Kühe und rezitiert leise ein Gedicht. Ich sitze daneben und höre zu. Lerne, Kindchen, fordert mich das Gedicht einer Analphabetin auf. Was du gelernt hast, versinkt nicht im Wasser, verbrennt nicht im Feuer. Danach folgen furchtbare Geschichten, die schlimmen Kindern in Nachbarorten angeblich passiert sind. Ein Mädchen warf eine Scheibe Brot ohne Respekt auf den Boden und wurde sofort von Gott bestraft. Sie verstummte. 2 Buben seien im Brunnen ertrunken, weil sie wissen wollten, wer dort lebt. Das will ich auch wissen. Ich öffne den Deckel unseres Brunnens und versuche hineinzublicken. Doch die Größe meines Körpers reicht nicht aus. Ich schreie in den Brunnen hinein und meine Stimme kommt doppelt zurück. Nur Gott kann so etwas zaubern. Er lebt im Brunnen und langweilt sich, genau wie ich. Mein Opa schlägt vor, den Brunnengott wie einen Karpfen herauszufischen. Ich glaube ihm und suche eine Angelrute. Der Opa lacht. Er lacht ständig, als könnte er damit sein Leben eines einfachen Bauern, das nur aus schwerer Arbeit und starkem Alkohol besteht, übertönen.
Zu Weihnachten 1990 singt er verbotene Lieder, denkt er, obwohl sie keiner mehr verbietet. Die Ukraine wird bald unabhängig. Aber ich höre noch die sowjetische Hymne, morgens um 6 und abends um 12 im Radio. Meine Eltern, die kein Geld und große Angst vor der neuen Epoche haben, streiten leise. Ich schlafe friedlich ein. Über meinem Bett hängen die Ikonen, unter meinem Bett rascheln die Mäuse. Riechen. Es gibt Städte, in denen es nach Sauerkraut riecht, schreibt Josef Roth Anfang des 20. Jahrhunderts in einer seiner Reportagen über Galizien. Am Ende dieses Jahrhunderts riecht es in unserer Küche nach roten Rüben, die beim Kochen verbrannt sind, weil meine Mutter mehrere Jobs gleichzeitig erledigt, nicht immer mit Erfolg. Nach Sauerkraut riecht es selbstverständlich auch. Um mich von jenen widerlichen Küchengerüchen abzulenken, hole ich regelmäßig eine kleine Packung Earl Grey Tee aus dem Schrank heraus und atme den herrlichen Duft von Bergamott ein. Nichts in der Welt riecht für mich besser. Vielleicht nur Fliederbüsche auf einem alten Friedhof im Dorf meiner Großeltern. Dort schlendere ich stunden- und tagelang herum und entziffere die Namen der Begrabenen. Sie wurden nicht in Kyrillisch geschrieben, sondern in einer Sprache, die ich noch nicht kenne, womöglich Polnisch. Keiner in der Umgebung kümmert sich um die Gräber. Familiengrüfte wurden aufgebrochen und ausgeplündert. Ich sehe Knochen durch schmale Löcher. Vor dem Zweiten Weltkrieg haben hier Ukrainer, Polen und Juden in gleicher Zahl gelebt. Dieses Dreieck der Kulturen verwandelt sich bald in eine gerade, in der Leere schwankende Linie. Als die Sowjetunion zerfällt, kommen viele Busse aus Polen mit Menschen, deren Eltern von hier nach Schlesien vertrieben worden sind. Sie knien sich in der fast zerfallenen katholischen Kirche nieder und weinen, und ich bekomme Süßigkeiten. Ich würde gern in Polen leben und verstehe diese Tränen nicht. Von den Juden wiederum bleibt im Dorf keine Spur und keine Erinnerung mehr. Es kommen keine Busse mit Besuchern. Jüdische Grabsteine wurden für das Fundament des hiesigen Kulturhauses verwendet. Mit 14 tanze ich dort ahnungslos. Der hölzerne Boden knarrt unter meinen Füßen. Schmecken. Ich musste immer alles aufessen. Sonst hat es geheißen, ich sei nicht brav. Um die aufwendigen ukrainischen Gerichte vorzubereiten, verschwenden ukrainische Frauen einen Großteil ihres Lebens. Sie haben also gute Gründe, beleidigt zu sein, wenn man keinen Hunger hat. Das Essen und die Liebe wachsen hier zusammen. Und oft bewahrt nicht das Schlafzimmer die Geheimnisse der Leidenschaft, sondern die Küche. Ich habe Kakao und Extrawurst begehrt und meine Großmutter, als sie sich aus irgendeinem Anlass ärgerte, sagte: Noch weißt du nicht, wie Gänsefuß schmeckt. Das sagte sie mit solchem Bedauern, als hätte es sie es mir gewünscht. Als wäre sie überzeugt, dass der Geschmack von Gänsefuß mich zu einem besseren Menschen machen würde. Als Kind hatte sie Holodomor überlebt. Golodomor, Tötung durch Hunger. Eine von Stalin künstlich organisierte Hungersnot, durch die in der Ukraine mehr als 3 Millionen Menschen verhungerten. Meine Großmutter hat ihre Familie verloren und ist als Waisenkind aufgewachsen. Um zu überleben, hat sie seltsame Sachen gegessen und erzählt, dass die Bäume im Mai 1933
nackt wie im Winter gestanden sein. Kinder sind gestorben, weil sie viel zu viel Gras, Baumknospen und Lindenblätter gegessen haben. Von den Blähungen hätten sie unnatürlich riesige Bäuche und Köpfe bekommen. Meine Großmutter hatte Pilze im Wald gesucht und geschworen, als es noch kalt war, einen seltenen Pilz gefunden zu haben, der Judasohr heißt und einem menschlichen Ohr sehr ähnlich sieht. Der Wald war voll von diesen Pilzen, sagte sie. Der Wald wollte genau hinhören, was gerade geschah. Und es geschah eine unglaubliche Stille allerorts, weil alles, was singen, krähen, miauen oder bellen konnte, längst gegessen worden war. Gott versteckte sich auch, und zu Recht, sagte meine Großmutter. Seitdem habe sie ihn nicht mehr gesehen. Sehen. Die Ukraine ist ein Land der großen Dinge. Große Städte, mächtige Flüsse, unendliche Felder, entsetzliche Tragödien. Das größte und schwerste Flugzeug der Welt wurde in Kiew gebaut. Die tiefste U-Bahn-Station der Welt befindet sich eben dort. Und sogar die angeblich größte europäische Wüste, Oleschki-Sande, liegt südlich von Cherson. In Kiew habe ich gegenüber einer großen Schlucht, Babyn Yar, gewohnt, wo im September 1941 innerhalb von 2 Tagen mehr als 30.000 Jüdinnen und Juden ermordet worden sind. Am Rand der Schlucht befindet sich die größte psychiatrische Klinik Europas, kurz Pawliwka genannt. Auch die Patienten dieser Einrichtung, man schätzt bis zu 1.000 Menschen, wurden in Babyn Yar erschossen. Man weiß bis heute nicht, wo genau. Aus dem Fenster meiner Wohnung habe ich die beeindruckende denkmalgeschützte Kirche des heiligen Kirill gesehen. Diese grünen Kuppeln sind alles, was von dem gleichnamigen Kloster übrig geblieben ist, nachdem die russische Kaiserin Katharina die Große das Kloster aufgelöst und auf seinem Fundament ein, wie man es damals genannt hat, Irrenhaus gegründet hat. Um die Kranken nicht aufzuregen, wurden die Innenwände der Kirche weiß gestrichen. Erst 100 Jahre später hat man unter der Farbschicht zufällig das wunderschöne mittelalterliche Fresko entdeckt. Mit Hilfe vieler prominenten Künstler sind die Gemälde teilweise gerettet worden. Eines der schönsten Fresken heißt Engel, der den Himmel zusammenrollt. Heute herrscht in der Kirche eine derart erhabene Atmosphäre, dass man nicht an das Große, das so oft tötet, sondern an das kleine Göttliche in einem Menschen glauben möchte. Die benachbarten Kranken schleichen ab und zu aus der Psychiatrie durch ein Loch im Zaun herüber. Einmal habe ich eine Nachricht für sie an der Tür hängen gesehen. Liebe Irre, stand dort, das Küssen der Wände in der Kirche ist nicht erlaubt. Und die Liebe. Ich habe keinen Schmuck geerbt, kein Familienhaus, nur eine schwarze Damenhandtasche mit vergilbten Fotos. Einem Foto fehlt die Hälfte. Ein kleiner Bub sitzt auf einem Sessel, mein Vater. Ich erkenne den ängstlichen und viel zu ernsthaften Blick, den ich auch habe. Von seiner daneben stehenden Mutter, meiner Großmutter, sind nur noch die Stiefel zu sehen. Jemand hatte ihre Figur und ihr Gesicht weggerissen, um sie nicht mehr sehen zu müssen. Sie war eine schöne Frau. Und das hat sie auch selbst gesagt. Ich war schön. Mit Stolz hat sie mir ihre anderen Fotos gezeigt,
als Beweis dafür, dass sie nicht lügt. Wenn ich schön war, hat sie dann gefragt, warum hat mich keiner geliebt? Schöne Menschen haben die Liebe besonders verdient, nicht? An ihren Ehemann erinnere ich mich fast nicht. Ich war klein, als ein Diabetes gestorben ist. Ein unfreundlicher, immer unzufriedener Trinker, Schuster von Beruf. Die Stiefel auf dem Foto hat er gemacht. Sie konnte damit kaum gehen. So grob und unbequem seien diese Stiefel gewesen. Für seine zahlreichen Geliebten hat er viel elegantere Schuhe gefertigt. Seine Frau hat er beschimpft. Und einmal habe sie ihn mit Steinen beworfen. Und trotzdem ist sie mit den drei Kindern nicht weggegangen. Ich habe in der Hölle gelebt, meinte sie am Ende der Geschichte, die sie mit großem Talent im leeren Haus erzählt. Anstatt ihre Hölle zu verlassen, macht sie daraus eine Heldensage. Sie hat ihn überlebt. Das war das Ziel. Und danach war sie lange alt und auch dement. Zuletzt habe ich sie im Sommer 2013 besucht, nachdem ich mich habe scheiden lassen. Ich bin die erste geschiedene Frau in unserer Familie. Sie hat mich nicht erkannt. Kindchen, geht es dir gut? Fragte sie. Und die zweite Frage lautete, bist du verheiratet? Um sie nicht zu irritieren, habe ich ja gesagt. Gut, rief sie erleichtert. Du bist schön. Schöne Menschen haben die Liebe am meisten verdient. Ja, Maske ab. Genau, nicht vergessen. Ja, herzlichen Dank nochmal an Kathleen Morgeneier und Ulrich Mattes für die eindrucksvolle Lesung dieser wunderbaren Texte von Tanja Maljatschuk. Es geht jetzt weiter mit den Texten von Katja Petrowskaja. Ich will sie zunächst ganz kurz vorstellen, wenn das überhaupt nötig ist. Katja Petrowskaja kommt ursprünglich aus Kiew, lebt seit vielen Jahren, seit Ende der 90er in Deutschland, zuletzt eine Zeit in Georgien, ist jetzt wieder hier in Berlin, schreibt auf Deutsch, auch für zahlreiche deutsche Medien, aber das der Durchbruch, kann man sagen, kam 2013 mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis, den es gab für ein Kapitel aus ihrem Buch Vielleicht Esther. Vielleicht Esther ist 2014 bei Suhrkamp erschienen und in diesem Buch geht es sowohl um ein Nachspüren der eigenen Familiengeschichte, aber auch um das Verhältnis von Leben und Literatur, von Erfindung und Wirklichkeit. Im Mai erscheint das nächste Buch bei Suhrkamp. Es heißt Das Foto schaute mich an. Ja, Katja, dieser Band, der erscheinen wird, er basiert auf den, Fotokolumnen, einen ganz eigenen Genre aber eigentlich, die du seit 2015 in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung verfasst. Welche Texte hören wir heute Abend? Ja, erstens guten Abend. Ich kann sagen, ich freue mich, hier zu sein. Es ist unglaublich, von solchen Schauspielern gelesen zu werden. Es ist mir sehr schwer, nach Texten von Tanja zu sprechen. Ich habe übrigens auch eine Großmutter, die in diesem Irrenhaus war, und ich habe mehrere Verwandte, die in Bambiya liegen.
Aber diese Texte sind wirklich unglaublich. Meine Texte sind ganz anders. Und eigentlich habe ich das Gefühl, ich schreibe nicht so viel, verstehen Sie? Ich habe damals ein Buch geschrieben und mein Buch, vielleicht Esther, erschien ziemlich genau in den Zeiten von Maidan. Und das letzte Kapitel von diesem Buch handelt von Institutska Straße. Und das ist genau die Straße. Also ich habe das Buch in November 2013 abgeschlossen. In Februar 2014 in meiner Straße, wo ich geboren wurde, wurden 100 Menschen getötet. Als mein Buch erschienen ist, war Krim annexiert. Also ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich irgendwie nicht geschafft habe, über diesen Ort zu erzählen, was noch nicht erzählt wurde. Und jetzt kommt etwas Neues. Ja, wir sprechen heute über den Krieg, aber wir müssen sagen, der Krieg tatsächlich hat 2014 begonnen. Und diese Kolumnen waren ein Ergebnis von dieser Verstummung. Also ich konnte mehrere Monate überhaupt nicht schreiben und ich wollte ehrlich gesagt in der deutschen Sprache bleiben. Und ich hatte und es gab wirklich ein Foto und über dieses Foto wird hier gelesen, Bergmann von Donbass. Das ist paradoxerweise ein Foto von einer Freundin von mir, Jane Belarusiec, die jetzt in diesen Tagen für Spiegel Online Tagebuch aus Kiew geschrieben hat. Wir bleiben so komischerweise mit ihr in dieser Berichterstattung über den Krieg. Und hier werden die Kolumnen gelesen, die irgendwie mit diesen Kiewer Orten verbunden sind oder mit dem Krieg von damals. Oder über den Krieg, was man eigentlich nach einiger Zeit überhaupt nicht mehr gesehen hat, sogar in Kiew. Und es gibt auch einen Text hier über ein Foto eines Protestes, ein Foto, das eigentlich nicht existiert. Und zwei letzte Kolumnen sind über den Krieg von heute. Aber ich muss noch mal sagen, letzte Kolumne, ein Vorort von Kiew, wurde geschrieben, als Irpin befreit wurde und als wir diese ersten schrecklichen Bilder gesehen haben. Und die Kolumne ist erschienen am Tag, als wir über Bucha erfahren haben. Und das ist auch unsere Situation. Wie kann man schreiben, wenn man überhaupt nicht weiß, was morgen passiert und wenn jede kleine Aktion irgendwie wichtiger ist, weil die jemandem direkt helfen kann, als das Schreiben. Danke. Ja, danke, Katja. Darüber werden wir im Anschluss sicher sprechen. Jetzt freuen wir uns, die Texte zu hören, gelesen von Linda Pöppel und Almut Zilche. Maidan 1943. Wir schauen direkt auf den Unabhängigkeitsplatz in Kiew, der als Maidan durch seine Dauerproteste weltweit bekannt geworden ist. Hier ist der Ort aber kaum zu erkennen. Es ist kein leerer Platz, den Menschenmassen füllen könnten. Zwei riesige Gebäude dominierten den Platz. Auf dem Foto als Ruinen zu sehen. Und selbst von ihnen gibt es im modernen Kiew weder Spuren noch Erinnerungen. Wir stehen auf der Institutskaja Straße. Es ist Sommer 1943. Kiew ist von der Wehrmacht besetzt. Das Foto stammt höchstwahrscheinlich von einem Deutschen. Am rechten Rand leicht bekleidete Menschen. Sie gehen auf einem Pfad durch die Trümmer an Millionen von Ziegeln des zerstörten Ginzburghauses vorbei. Das Haus war eine Legende. Im Jahr 1912 gebaut, galt es als erster Wolkenkratzer des russischen Imperiums. Nur 12 Stockwerke zwar, aber mit der Spitze erreichte das Gebäude 60 Meter und konkurrierte so mit dem Glockenturm der Sophienkathedrale, den man auf dem anderen Hügel deutlich sieht, wie auch das Hauptschiff der Kathedrale.
Der Blick aus den Ruinen des 20. Jahrhunderts auf die Kathedrale des 11. Jahrhunderts erfasste die gesamte Topographie mit ihren nicht mehr existenten, verschwundenen historischen Schichten. In der Mitte des Maidan steht die Ruine eines runden Gebäudes, das Parlament, die Duma, genau an dem Ort, wo vor kurzem die Kiewer Massenproteste stattfanden. Diese Ruine blieb über Jahre hinweg stehen, über das Kriegsende hinaus, als alle Lebenden zurückkehrten. Auch als Ende der 40er Jahre auf dem angrenzenden, komplett zerstörten Kretschatik-Boulevard riesige silberne Laternen in der Mitte der Trümmer aufgestellt wurden, die bis heute deplatziert luxuriös wirken. Es gibt mehrere ähnliche Fotos, die am gleichen Tag an diesem Ort geschossen wurden. Auf einem sind die Menschen besser zu sehen, auf anderen scheint die Komposition gelungener. Aber dieses Foto habe ich aus meinem Familienarchiv. Es tauchte über die Jahre in der einen oder anderen Mappe auf, unerklärlicherweise, und warf verschiedene Fragen zu meinen Familienmitgliedern auf, je nachdem, wo das Foto gefunden wurde. Je öfter ich das Foto ansah, desto deutlicher trat für mich ein Kind in den Vordergrund. Nur vage zu erkennen und für die Geschichte, die sich hier abgespielt hat, kaum relevant. Es geht den Pfad hinauf. Es ist vielleicht 8 Jahre alt, in einer besetzten Stadt von 1943. Meine Mutter kehrte als 8-Jährige im Mai 1944 nach der Befreiung von Kiew nach 3,5 Jahren Flucht mit ihrer Mutter und Schwester zurück. Wären sie in Kiew geblieben, hätten sie die Besatzung nicht überlebt. Sie gehen vom Bahnhof nach Hause, zu Fuß, den zerstörten Kretschatik entlang und dann die Institutskaja nach oben, genau wie die Menschen auf dem Foto, da sie nur 300 Meter vom Ginzburghaus entfernt gewohnt hatten. Sie wussten, dass Großmutter und Tante getötet wurden. Aber sie wussten nicht, ob ihr Haus noch steht. Überall auf dem Weg Ruinen, nichts als Ruinen. Als sie ankommen, steht ihr Haus unversehrt an seinem Platz. Hier, in dieser Kulisse, sah meine Mutter das einzige Mal in ihrem Leben eine Hinrichtung. Als kurz nach dem Krieg die Exekution von 12 deutschen Kriegsverbrechern angekündigt wurde, liefen alle Kinder neugierig und freudig in Scharen zum Duma-Platz, zum heutigen Maidan. Zwischen diesen Ruinen wurden sie gehängt, erzählt meine Mutter. Und alle haben gejubelt, besonders wir Kinder. Und später, sagte sie, habe ich mich oft wegen dieser Freude geschämt. Und dann schämte ich mich für diese Scham. Bergmann vom Donbass. Das Foto schaute mich an. Die Nähe fesselte mich. Erschreckte mich sogar. Ich wusste nicht einmal, wo Krasnojarsk sich befindet, doch dieser Mann stand vor mir, viel zu nah, und blies mir seinen Rauch ins Gesicht. Ich wartete darauf, dass der Rauch sich auflöst und ich sehe, ob er lächelt oder grinst. Aber nein, er schaute in den Rauch seiner Zigarette und blieb wie in ein Geheimnis gehüllt. Die Fotografin hatte viele Fotos in dieser Gegend gemacht und darüber geschrieben, wie die Bergleute stur zur Arbeit gingen, kein Gehalt seit Oktober, aber sie arbeiteten,
Denn Arbeit war Frieden und der Krieg absurd. Und wie diese Arbeiter die Normalität des Friedens wiederherstellten, nur dadurch, dass sie zur Arbeit gingen. Ich las Kommentare eines Gewerkschafters und dann die Nachrichten über den Krieg in der Ukraine, als wäre mein Lesen und Schauen ein Akt des Waffenstillstands. Als würde nicht geschossen, solange ich läse. Ich war noch nie dort gewesen. In Donetsk, Luhansk. Ich schaute auf die Karte. Der Ort heißt Schastje, auf Russisch Glück. Dort waren an einer Bushaltestelle zwei Menschen umgekommen. Rein zufällig. Zerbombte Häuser. Freiwillige Kämpfer. Flüchtlinge. Feldzüge. Bilder über Bilder. Warum ausgerechnet dieses Foto? Die Augen des Bergmanns haben mich über Monate hinweg verfolgt, als wären sie von einem Werwolf. Sie fanden mich immer wieder. Und immer waren sie direkt auf mich gerichtet. Nah und fremd zugleich. Ich musste nur zurückschauen und sah die weißen Flecken, die mich beobachteten, wie die strengen Augen von Ikonen, die von irgendwo auf uns schauen. Wir werden von ihrem Blick erfasst, egal ob wir daran glauben oder nicht. Den Blick dieses Mannes konnte ich aber nicht fangen. Ist es Verzweiflung? Vorwurf? Weisheit? Tollwut? Glauben? Ist ihm alles egal? Sind da Tränen? Oder sehe ich etwas, das nur in dem Foto entstanden ist? Die widersprüchliche Botschaft einer Fotografin? Die Fotografin fuhr regelmäßig Richtung Front, fotografierte Menschen und Städte und schwor, das sei nicht gefährlich. Sie hat die Serie »Fotografieren Sie uns nicht, sonst kommen Sie und schießen« genannt. Dies soll ihr einer der Bergleute gesagt haben, als hätte er mit der Doppeldeutigkeit des englischen Shoot spielen können. Ist das die Logik des Krieges oder der Kunst? Das einzig Wirkliche auf dem Foto, das einzige, was mir bekannt oder vertraut vorkommt, ist die Zigarette. Unvorstellbar weiß und scharf. Man könnte meinen, die Fotografin habe den Fokus falsch eingestellt. Rauch überzieht das Gesicht. Das milchige Weiß bedeckt den Ruß. Hinter dem Mann erkennt man ein Haus. Er blickt mit einem weißen Star aus den Augen und raucht. Dieser Rauch bleibt intim und nebulös, da dieses kurze Ausatmen niemals endet. Der Bergmann ist schwarz und seine Augen sind weiß. Aber er ist nicht blind. Ich bin es. Mit meinem Unwissen. Mit meiner Ignoranz gegenüber dieser Region, gegenüber diesen Menschen. Die Erkenntnis war schwarz-weiß, aber das Foto war farbig. Daraus blickte mir meine eigene Blindheit, meine eigene Ohnmacht entgegen. Ich fragte die Fotografin, eine zierliche junge Frau, ob sie so nah bei dem Mann gestanden oder mit Zoom fotografiert habe. Ganz nah. Wie nah? Fragte ich. Er saß auf einer Bank, rauchte und ich kniete vor ihm. Eine technische Notwendigkeit. Vor Monaten bin ich im Internet auf diesen Bergmann gestoßen und nun ist er im ukrainischen Pavillon der Biennale von Venedig ausgestellt, als hätte er selbst Karriere gemacht. Nur wenige Schritte von der Arsenalbrücke entfernt, auch nachts zu sehen hinter der Glasfront. Man kann zusammen mit dem Bergmann rauchen. Vielleicht wird sein Gesicht im gemeinsamen Rauch verständlicher. Ich habe mit ihm geraucht, als es dunkel wurde. Krieg im Park. Hier scheint nichts Besonderes zu geschehen. Dieses Foto ist unauffällig. Trotz des scharfen Titels der Serie »Krieg im Park« passiert hier anscheinend nicht viel. Den Krieg sieht man nicht. Nicht einmal, wenn man nach einer versteckten Metapher sucht. Ein friedliches Foto
mit Spuren einer Zufälligkeit, etwas lässig gemacht. Je lässiger, desto echter. Als würde uns dieses Foto eine unmanipulierte Realität zeigen wollen. Das Foto ist grobkörnig. Dadurch gerät hier alles aus dem Fokus, wird wackelig, wie der Betrunkene vor dem Baum. Fröhlich winkt er jemandem zu. Wir sehen nicht wem. Er hält eine Flasche Wasser in der Hand, steht unsicher. In der Ferne sitzen zwei Paare oder Gruppen. Frühstück im Grünen, in der gleichen Distanz zu dem Mann. Damit bringen sie das Bild wieder ins Gleichgewicht, bilden die Komposition. Ordnung und Unordnung ergänzen sich. Auf dem Rasen steht ein Kinderwagen, schwarz wie unser Held. Ein ziemlich typisches, kultiviertes Gelände in Osteuropa. Ein Blumenbeet mit Stiefmütterchen, ein Tannenbaum, alte Bäume. Wenn es überhaupt einen Ort gibt, an dem nichts passiert, scheint es hier zu sein. Und das ist heutzutage eine gute Nachricht. Ich sehe aber, was du nicht siehst. Und das ist der Krieg, der in diesem Land herrscht. Auch wenn das weit entfernt von diesem Park ist, sagt uns die Fotografin. Vielleicht sitzt der Krieg auch in unseren Knochen. Ich meine diejenigen wir, die aus diesem Land kommen und die mit diesem unsichtbaren Krieg leben müssen. Ich schaue erneut auf den fröhlichen und netten Helden. Gibt es etwas in dem Bild, das alarmiert, das auf einen Krieg deutet? Oder trage ich, wie viele von uns, die Leichen im Kopf? Die Serie Krieg im Park von Jewgenia Belorusets besteht aus 24 Bildern, die in einem zentralen Park auf dem Wladimir-Hügel in Kiew gemacht wurden. Ob ein Betrachter durch ein Fragment das Ganze erraten kann, wenn er nur dieses eine Foto anschaut, kommt das Alarmierende durch den Titel, durch die anderen Bilder oder dadurch, dass wir eventuell verstehen können, in welcher Stadt, in welchem Land dieser Park sich befindet. Der Krieg in der Ostukraine, der durch viele andere politischen Krisen fast vergessen wurde, wird in der Serie nur angedeutet. Die meisten Bilder sind idyllisch oder möchten sich idyllisch tarnen. Eine weiße Figur schimmert in der Tiefe des Parks. Eine Frau sitzt an einem Kiosk früh am Morgen. Drei Fotos eines jungen Paares zeigen die Schritte einer Liebeseroberung. Eine Frau sitzt mit einem Soldaten auf der Bank. Sie schauen in die Kamera. Ihre Gesichter sind unscharf, als wäre das ein Zeichen ihrer Zärtlichkeit. Der Fokus liegt hinter ihnen, auf der schwarzen, schmutzigen Erde, die scharf ist wie die bevorstehende Trennung. Weist sie auf den Krieg und den Tod? Auf einem anderen Foto sind vier Soldaten zu sehen, die am Rand des Parks sitzen, so wie auch der Krieg am Rande der Wahrnehmung tobt. Sonst herrscht Frieden. Die meisten Menschen sind klein, in der Distanz zu sehen. Der Park ist fast leer. So lassen die Fotos viel unbesetzten Raum, frei zum Spazieren, frei zur Interpretation. Vielleicht kann Fotografie auch hier etwas mehr sehen als der Mensch mit bloßem Auge. Wie in Blow Up von Michelangelo Antonioni, wo ein Fotograf im Park von den Bewegungen im Wind rauschender Blätter angezogen wird. Als er zurück in seinem Studio den Film entwickelt, entdeckt er durch die Vergrößerung eine Leiche auf einem Foto.
nicht durch seine Augen, sondern durch die Fotografie wurde er zum Zeugen. Das Foto gibt es nicht. 1968 ist das Jahr der unvergesslichen Bilder. Proteste gegen den Vietnamkrieg in den Vereinigten Staaten, Generalstreik in Frankreich oder Krawalle in West-Berlin, Demos von Studenten an der Sorbonne oder Sit-ins von Hippies aller Länder. Die Menschen lebten in der Geschichte, bewegten sie und wurden dabei fotografiert. Wie oft hat uns der milde Neid ergriffen, als wir diese leuchtenden Gesichter auf den Schwarz-Weiß-Fotos gesehen haben. Ihre Anziehungskraft beruht nicht nur auf unserer Nostalgie. In den Fotografien sind der Aufbruch, die Jugend, die Energie der Zeit aufbewahrt. Am 21. August 1968 marschieren Truppen des Warschauer Pakts, fast eine halbe Million Soldaten, in die Tschechoslowakei ein. Josef Kudelka hat die Niederschlagung des Prager Frühlings fotografiert. Das Geschehen ist ohne seine Bilder unvorstellbar. Auch sie sind Bestandteil dieses Jahres 1968. Junge Menschen gegen Panzer, schreiende, weinende, wütende Passanten, die sich schwerem Geschütz entgegenstellen. Die Niederschlagung des Prager Frühlings war das Ende der Liberalisierung in Osteuropa. In dem riesigen sowjetischen Imperium gehen 8 Menschen auf den Roten Platz, um gegen diese halbe Million Invasion zu protestieren. Natalia Gorbanevskaja, Dissidentin, Dichterin und Übersetzerin, schiebt einen Kinderwagen mit dem 3 Wochen alten Josef. Den 8 Menschen geht es nicht nur um die Solidarität mit den Tschechen. Sie empfinden die Okkupation als ihre persönliche Schande. Sie wissen, dass ihr Protest ein selbstmörderischer Akt ist. Kurz rollen sie Plakate aus mit Slogans wie Hände weg von der CSSR, Freiheit für Dubček. Nach wenigen Minuten werden sie verhaftet. Dieses Ereignis hat sich ins Bewusstsein von Millionen Menschen eingeprägt. Doch es gibt kein Bild davon. Es gibt kein Bild. Deswegen nenne ich die Namen. Neben Natalia Gorbanevskaja waren es die Linguistin Larissa Bogoras, die Studentin Tatjana Bajewa, der Dichter und Student Vadim Delaunay, der Bauarbeiter Wladimir Dremyuga, der Physiker Pavel Litvinov, der Mathematiker Konstantin Babitsky, der Literaturwissenschaftler Viktor Feinberg. Ihre Schicksale könnten Romane füllen. Das einzige visuelle Zeugnis dieses Protests ist ein Bild des Plakats mit der Aufschrift »Für eure und unsere Freiheit«, das Gorbanevskaja hochhielt. Im Jahr 1973 hat ihr Joan Baez das Lied »Natalia« gewidmet. Das Plakat wurde beim Verhör abfotografiert. Es stammt aus dem Gerichtsprotokoll, das im KGB-Archiv liegt. Es sieht aus wie ein Fund aus der Steinzeit. Der Slogan »Für eure und unsere Freiheit« war und ist das wichtigste Leitmotiv für die sowjetischen Dissidenten. Es stammt aus einem tief moralischen Geschichtsbewusstsein. Die sowjetischen Panzer in Prag bedeuteten ein Abwürgen aller Freiheiten. Danach gab es nicht mehr viele Menschen, die es wagten, sich zu wehren. Meine Mutter ging zum Schuldirektor in Kiew und sagte, ich unterrichte keine Zeitgeschichte mehr. Das Buch meines Vaters, das im August 1968 in Druck war, wurde eingestampft. Bis zur Perestroika konnte er kein einziges mehr veröffentlichen.
Die Teilnehmer wussten, dass sie für die Minute ihres Protests mit Jahren der Bestrafung rechnen mussten. Zwei von ihnen wurden in die Psychiatrie geschickt, zwei ins Straflager, drei in die Verbannung nach Sibirien. Nur Tatjana Bajewa wurde freigelassen. Bei der Verhaftung hatte die Miliz Feinberg die Zähne ausgeschlagen. Man brachte ihn in die Psychiatrie, um die Brutalität des Staates zu vertuschen. Er hatte gerade sein Studium mit der Arbeit über J.D. Salinger abgeschlossen. Nach 3 Jahren in der Zwangspsychiatrie fragten ihn die Ärzte: Bereuen Sie Ihre Aktion jetzt? Er antwortete: Die Niederschlagung des Prager Frühlings sei 3 Jahre her, die Unterdrückung des Budapester Aufstands 12 und Nikolai I. habe vor 112 Jahren Moldau erobert. Das ändere nichts an der Barbarei der Eroberung. Der Slogan auf dem Bild stammt ursprünglich aus den Zeiten der polnischen Aufstände um 1831 gegen das russische Imperium. Er hatte die Kriege überlebt und wurde in der Fassung für unsere und eure Freiheit auch von der polnischen Volksarmee im Zweiten Weltkrieg und sogar beim Ghettoaufstand in Warschau benutzt. Die sowjetischen Dissidenten hatten die Formel umgedreht. Sie wollten sich zuerst für die Freiheit der anderen einsetzen. Die Demonstranten hatten sich auf dem Roten Platz vor das Lobnoje Mesto gestellt, ein Baudenkmal für das Schafott, auf dem die Verurteilten im zaristischen Russland geköpft worden waren. Sie wollten auf ein geschichtliches Muster hinweisen. Über 40 Jahre später haben Pussy Riot den Ort für ihre Aktion Aufstand in Russland, Putin hat Schiss gewählt. Es gibt in Russland eine Tradition von Widerständlern, die die Frage nach Ehre und Gewissen stellen, ohne Aussicht auf einen Sieg. Diese Tradition hat ihre Wurzeln im Aufstand der Dekabristen im Jahre 1825. Damals mobilisierten Adelige ihre Truppen gegen die absolute Monarchie, um gegen Willkür und Leibeigenschaft zu protestieren. Die Dekabristen fühlten sich unfrei und unwürdig wegen der Leibeigenen, die sie selbst besaßen. Und die sowjetischen 68er fühlten sich unfrei und unwürdig in einem Land, das andere Länder unterdrückt. So einfach ist diese beinahe verlorene Logik des Gewissens. Amulett. Jeden Tag denke ich, dass es alles nicht wahr sein kann. Jeden Tag geht es weiter. Meine Heimatstadt ist unter Beschuss und die Horde kommt und kommt wie Heuschrecken, wie die Pest. Der Krieg nimmt eine mythologische Dimension an. Es war noch nie so klar, was gut und was böse ist. Gegen diesen unbegreiflichen Krieg ist Russland nicht aufgestanden, nur einzelne Stimmen. Oder noch nicht? Ich schreibe und mir fehlt der Atem. Ich weiß nicht, was von dem, was ich heute sehe, noch stehen wird, noch leben wird. Erst wollte ich hier das Foto meiner Mutter aus dem Keller publizieren, wie sie da sitzt und auf uns schaut. Von einer Frau fotografiert, die vor fast 8 Jahren aus der Donetsker Region geflüchtet ist. Sie sitzt neben ihr im Keller. So etwas könnte sofort auf dem Cover von Newsweek landen. Ich konnte es nicht machen. Zu intim? Aus Respekt? Mutter sagte: Ich habe mein Leben unter Bomben angefangen und beende mein Leben unter den Bomben. So ganz einfach. Nebenbei. Nur eine Beobachtung. Sie ist Historikerin. Sie sitzt da und liest das Buch von Janusz Korczak, König Mateusz. Man sagt, der Krieg habe kein weibliches Gesicht. Was ist das Bild des Krieges? Ein zerstörter Platz der Freiheit in Charkiw?
Oder eine Frau, die das Kind im Keller entbunden hat? Obdachlose, die Molotow-Cocktails vorbereiten? Menschen, die Fenster mit Papierstreifen bekleben? Eine Rakete, die Babin Yar trifft? Flüchtlinge an den Grenzen? Zerstörte Häuser? Halbleere Städte? Die ganze Welt engagiert sich. Meine Tochter sieht ein zerbombtes Haus in den Nachrichten und meint, es sehe genauso aus wie unser Haus in Berlin, in das nun die ersten Freunde aus der Ukraine einziehen. Ich halte dieses zufällige Bild aus meinem iPhone für eine Ikone, für ein Amulett gegen all die Zerstörung, als Bestandteil des ukrainischen Widerstands. Ich sehe meine Stadt im dokumentarischen Schwarz-Weiß. Ich kann das Geschehen nicht fokussieren. Alles in meinem Kopf ist genau und unfassbar in der Realität. Ich fotografiere die Lavra, das älteste Kloster Kiews, viel zu oft, wie verzaubert, wie in einem Ritual. Ein historisches Dokument meiner ungeschickten Liebe. Die U-Bahn, mein Weg zur Schule. Ich habe viele Schwarz-Weiß-Bilder von Kiew aus dem Zweiten Weltkrieg. Auch von einem deutschen Soldaten, der auf diesem Glockenturm steht und in die Ferne schaut. Mehr als 1 Million Menschen fahren diesen Weg in die Stadt jeden Tag und sehen das Kloster. Ich weigere mich, in der Vergangenheitsform zu sprechen. Ich weigere mich, mir die Stadt wie eine militärische Karte vorzustellen, obwohl ich genau weiß, vor welchem Haus meiner Freunde die 30 Kilometer lange Kolonne russischer schwerer Technik am nächsten steht. Ich halte dieses Bild vor mich, wie ein Schild des flüchtigen Lebens in der ewigen Stadt. 800.000 Menschen haben bereits das Land verlassen. Es ist nur ein 50stel der Bevölkerung. Viele meiner Freunde sind Kiew geblieben und lassen keinen Gedanken darüber zu, die Stadt zu verlassen. Es herrscht ein unausgesprochenes Verständnis zwischen Fliehenden und Bleibenden. Als ich die schlechten militärischen Prognosen höre, rufe ich eine Freundin an. Ich sage nur, Sascha. Und sie schaltet das Video an, zeigt mir ihre Jungs und alle lachen. Sie kennen die Prognosen, aber es ist unanständig von mir, ihre Entscheidung in Frage zu stellen. Sie sind die Festung. Sie sind fröhlich und konzentriert. Sie arbeiten am Frieden und trösten uns, wenn unsere Kräfte und Hoffnungen brechen. Es wird fest daran geglaubt, dass, wenn sie nur da bleiben, auch die Stadt bleiben wird. Niemand sagt das laut. Ich glaube auch daran. Aber ich bin in Sicherheit. Dann überfallen mich wieder Horrorvorstellungen. Ich kann nur kurze Sätze aussprechen. Ich kann kaum schreiben. Mir scheint es viel sinnvoller, zurück zu meiner Menschenkette zu kehren, zu Hunderttausenden anderen, die alles versuchen, dass möglichst vielen geholfen wird, dass möglichst wenige sterben. Schutzwesten, Medikamente, Feldbetten, Funkgeräte, alle sind an der Arbeit. Denn Frieden ist eine handgemachte Sache. Dann ruft mich meine Mutter an. Sie hat eine Ansprache an die russischen Mütter aufgenommen. 6.3.2022. Ein Vorort. Ein Vorort von Kiew. Irpin. Eine Frau im Pelzmantel rennt eine gepflegte Straße entlang. Man sieht ihre Ohrringe. Hinter ihr brennt ein Haus. Es waren die ersten Raketen, die den Ort erreichten.
der erste Horror. Danach kamen Gostomel, Kharkiv, Mariupol. Die Bomben fallen und fallen. Der Krieg tobt in der fünften Woche und wir gewöhnen uns daran. Von Irpin ist wenig geblieben. Wir gewöhnen uns daran, als wäre die wachsende Opferzahl bereits zur Statistik für künftige Geschichtsbücher geworden. Auch unsere Ohnmacht wird zur Gewohnheit. Wir werden mit Bildern weiterer Zerstörung konfrontiert. Wir schauen zu. Ich denke an die Vororte meiner Heimatstadt Kiew. Sie liegen dicht beieinander wie drei Finger. Bucha, Borsel und Irpin. Und ich denke auch daran, dass dort vor kurzem gute Straßen gebaut wurden. Es ist ganz nah bei Kiew, beinahe der westnördliche Teil der Stadt. Zum ersten Mal in meinem Leben schaue ich mit dem Blick einer Militärexpertin auf die Karte. Das Sommergedicht von Boris Pasternak von 1930 steckt in meinem Hals wie eine Grete. Irpin, so auf Russisch, ist ein Zufluchtsort, ein Ort der Befreiung. Irpin, Erinnerung an Sommer und Leute, an Freiheit und Flucht aus der Leibeigenschaft. Viele von uns hatten eine Datscha dort in der Gegend. Viele wohnten auch dort. In Butscha haben wir im Sommer auf einer kleinen Insel gebadet, Plov gekocht. Eine riesige Gruppe von Freunden. Der Krieg hat alles zerstört. Selbst die Vorstellung. Letzten Sommer habe ich eine Künstlerfreundin in Irpin besucht. Sie macht wunderschöne kleine Puppen. Ihr Mann ist ein bekannter ukrainischer Dichter. Seit die russische Armee die Ukraine angegriffen hat, schreibt sie jeden Tag kleine Notizen auf Facebook mit dem Hashtag »Um zu erinnern« über ihre demente Mutter, über ihre Katze und wie sie zusammenhalten, mit Witz und Liebe gegen die Barbarei. Als direkte Angriffe kamen, flüchteten sie zu Fuß, suchten sich ihren Weg über die zerstörte Brücke. Die Alten wurden getragen. Ihre Mutter ging im Durcheinander verloren. Ein paar Stunden später ist sie wieder aufgetaucht. Sie fanden sie über Online-Kanäle. Wir beobachten diesen Krieg online. Ich telefoniere und schreibe. Ist die Online-Verbindung unterbrochen, bedeutet das kein Strom, keine Wärme, vielleicht auch kein Wasser. Seit Wochen unterdrücke ich in mir den Tod. Ich versuche, ihn zu verschweigen, als wäre es möglich, ihn damit zu beschwören. Die ersten Todesmeldungen aus dem näheren Kreis meiner Freunde habe ich über die ganzen Wochen hinweg verschwiegen. O erzählte mir am Telefon heiter, wie sie zu Profilieferanten werden. Mit ihrer freiwilligen Gruppe beliefern sie die Alten des Bezirks. Und dann schreibt sie mir, ich wollte es dir nicht erzählen, dass ihre Verwandten in Borsel am Eingang ihres Hauses von russischen Soldaten ermordet wurden, als sie kurz herauskamen. Niemand konnte ihre Leichen wegräumen. Die 17-jährige Tochter der toten Verwandten saß noch eine Woche im Keller. Ich wage es nicht, O nach ihr zu fragen. Nach einer Woche wurde sie gerettet. Sie war ein Adoptivkind. Nun ist sie ein zweites Mal vollweise. Was ist das? Dieses Gesicht des Kriegs. Eine Ruine im Zentrum von Kharkiv. Eine Frau mit Baby im zerstörten Geburtshaus. Ist es die, die überlebt hat, oder die tot ist? Menschen, die seit Wochen in der U-Bahn leben.
Mariupol aus der Vogelperspektive. Ich habe dieses Bild vor einiger Zeit ausgewählt. Eine ganz normale Frau, das Foto unwirklich, die Absurdität des Krieges wird deutlich sichtbar. Bei anderen Bildern zögere ich. Ich lese die Nachrichten, aber meine Gedanken erstarren in Mariupol beim langsamen Sterben in den Kellern der Stadt. Der Dirigent des Lwiwer Opernhauses wendet sich an seine Freunde mit Danksagungen. Er zieht seine Bitte zurück, ihm bei der Suche nach seinen Eltern in Irpin zu helfen. Sie wurden auf der Schwelle ihres Hauses tot gefunden. Am Mittwoch wurde Irpin von der ukrainischen Armee befreit. 300 tote Zivilisten. Busse brachten Mädchen in Sicherheit, die von russischen Soldaten massenvergewaltigt und gefoltert worden waren. Manche haben keine Zähne mehr. Sie sind am Rande des Lebens. Verstummt. Der Horror der ersten Tage, auch diese Frau auch vor dem brennenden Haus, erscheint mir nun fast niedlich. 3. April 2022. Ja, vielen herzlichen Dank für diese Texte. Wir bekommen auch noch was zu trinken und es gibt auch noch hier, glaube ich, gleich einen neuen Gast, der hier gleich über uns schweben wird. Und zwar ist das Denis Trubetskoy, ein ukrainischer Journalist, der vor allem für deutschsprachige Medien berichtet. Derzeit aus Lviv, hier schwebt er über uns. Hallo, Denis. Schönen guten Abend. Hallo, Tamina. Hallo. Ja, wir haben hier noch etwa eine Stunde Gelegenheit, miteinander zu sprechen über das, was wir gehört haben, über das Wie überhaupt sprechen, über diesen Krieg, mit wem sprechen. Soll ich das nehmen? Okay. Mit wem kann man überhaupt sprechen und wer darf sprechen? Ich freue mich, dass Denis hier noch unsere Runde erweitert. Die beiden Damen hatte ich ja kurz schon vorgestellt. Ganz kurz nochmal zu Denis Trubetskoy. Er ist, wie gesagt, kein Schriftsteller, er ist Journalist, kommt ursprünglich aus Sewastopol, von der Krim, ist 2015, also nach der Krim-Annexion, von Sewastopol nach Kiew, wo er auch bis Ausbruch des russischen Angriffskriegs lebte und ist derzeit in Lviv in der Westukraine. Denis schreibt und arbeitet seit mehreren Jahren für deutschsprachige Medien. Unter anderem war er beim Journalistennetzwerk N-Ost, woher wir uns auch kennen, weshalb wir uns hier auch duzen. Für den MDR, für Zeit Online, viele weitere Medien, als auch oft im Hörfunk zu hören, haben Sie vielleicht auch schon seine Stimme vernommen. Also auch er ist ein Grenzgänger im deutschsprachig-ukrainischen Diskurs, eine analytische und einordnende Stimme. Ich freue mich sehr, dass er heute Abend auch hier ist. Herzlich willkommen, Denis.
Ich freue mich auch auf eine Hand, das ein bisschen schöner sein könnte. Ja, Katja, der letzte Satz aus dem Text, dem letzten Text, den wir gerade gehört haben, der steht hier irgendwie immer noch im Raum und macht genau das Sprechen so schwer. Nämlich dieser Satz, der Horror der ersten Tage, er erscheint mir nun fast niedlich. Wir sehen ja schreckliche Bilder aus dem Krieg, der, wie du auch sagst, schon seit 2014 geht, aber der jetzt ein russischer Angriffskrieg ist über die ganze Ukraine. Wie hat sich dein Schreiben verändert angesichts dieser drastischen und schrecklichen Bilder, die wir jetzt sehen? Ja, vielen Dank für die Frage, aber mir scheint diese Frage auch niedlich, weil es nicht darum geht, dass wir Schriftsteller sind oder wie noch immer. Also ich weiß nicht, in Deutschland gibt es dieses Format Kunst und Krieg und ich fühle mich nicht ganz wohl dabei. Ja? Also wir sind einfach Menschen aus diesem Land. Und dieses Land wurde angegriffen. Es ist auch interessant, dass Tanja aus Westen kommt. Ja, Denise kommt aus von dem Krim und ich aus Kiew. Wir haben eine, also ganz unterschiedliche Identitäten, obwohl ich das Wort Identität gar nicht mag. Aber es gibt eine Tatsache, unser Land ist angegriffen. Mich interessiert mein Schreiben nicht so sehr jetzt, ehrlich gesagt. Und ich kann auch kaum an irgendwelchen Veranstaltungen teilnehmen, weil ich ganze Zeit so ganz kleine Dinge mache. Dass ich auch einen Brief an deutschen Präsident Steinmeier geschrieben habe. Es ist so, es ist auch Fauxpas, diese Tage. Also man versucht wirklich alles zu machen, was in eigener Kraft ist und vielleicht manchmal überhaupt nicht in dem entsprechenden Format. Ich war ganze diese Zeit nur damit beschäftigt, eine konkrete Familie aus einem konkreten Ort rauszuholen oder irgendwie mit meiner Brigade, wie ich das nenne, tatsächlich Sachen zu kaufen und liefern. Und es gibt mittlerweile wahnsinnig viele Beschäftigungen, die einfach aus der Umgebung entstehen und man versucht nach eigener Form und nach eigenem Format, was man eigentlich machen kann, schreiben. Ich weiß nicht, ich hatte vor 2 Wochen an einer Veranstaltung teilgenommen und das war mir fast peinlich, weil ich plötzlich so verloren war, dass ich gesagt habe, dass einen Flüchtlingen am Bahnhof, so hier in Berlin, zu zeigen, wo die Toilette sich befindet, ist wichtiger als einer Veranstaltung teilzunehmen. Und ich weiß nicht, das ist vielleicht ein bisschen too much, wenn ich schon hier sitze. Aber die Stimmung ist eher so und vielleicht ist es auch etwas neurotisch. Das Problem ist, dass nach 7 Wochen müssen wir alle uns überlegen, wo wir am besten uns verwenden und wie, weil es nicht möglich mehr in diesem Befehlrhythmus zu leben und diese 5-Sekunden-Tätigkeiten. Ja, das wäre jetzt die Frage, weil der Krieg weiterläuft, egal ob wir den jetzt besser wahrnehmen oder noch schlechter. Also würdest du sagen, dass sich für dich Fragen der Ästhetik, des Schreibens ganz hinten angestellt haben? Es spielen im Moment keine Rolle mehr? Einfach, diese Frage ist wirklich niedlich. In dem Sinn, die letzte Woche haben wir jetzt damit uns beschäftigt, dass wir Interviews von den Opfern aus Bucha und Irpin und Borodjanka, wo viel mehr, noch mehr Menschen gestorben sind, gelesen. Also von den Überlebenden, von den Frauen, von Mädchen, die vergewaltigt wurden. Und ich habe diese Interviews nur bis zur Hälfte ausgehalten. Aber ich dachte mir immer, wie kann ich je in meinem Leben überhaupt noch mit einem Mann schlafen? Diese Fragen habe ich mir gestellt. Wie kann man überhaupt an Liebe denken in dieser Welt nach diesen Sachen, die wir lesen, ja, die wir erlebt haben? Und
über das Schreiben, das ist das wirklich das Letzte jetzt, was kommt nach diesen Texten, nach dieser Realität, die in der Ukraine stattgefunden hat. Wenn die Literatur eine Spiegelung der Welt ist, dann ist die Literatur in Bucha gestorben. Jetzt erst verstehe ich, was bedeutet, dass nach Auschwitz kann man keine Gedichte schreiben. Erst jetzt habe ich begriffen, was Adorno damit gemeint hat. Und was hat er gemeint für dich jetzt? Das, was ich gesagt habe, dass es einfach nicht mehr möglich ist, nach Ästhetik, nach Literatur zu denken überhaupt. Weil jetzt nicht möglich. Und was ich noch plötzlich gedacht habe, dass in diesem Moment, im Sinne dieses Krieges, plötzlich wird auch der Zweite Weltkrieg so schmerzhaft wieder. Wieder diese Bilder, die ich weil ich mich auch lange beschäftigt habe mit Holocaust in der Ukraine, in Distrikt Galizien. Und jetzt sind diese Bilder noch mehr aktueller, noch mehr schmerzhafter, als würde dieser Krieg eigentlich nie zu Ende gewesen. Und wir haben jetzt einfach das Fortsetzen dieses Krieges jetzt in der Ukraine weiter. Und dass diese alle Jahre, das war einfach nur eine Pause, eine Illusion, dass wir weiter in diese Welt leben konnten, Kinder gebären und so weiter, damit nur was, die Hälfte von diesen, von, oder damit diese Kinder dann Opfer und Täter werden. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten anscheinend in Osteuropa vor allem. Entweder Täter oder Opfer. Und noch ein Satz. Ich glaube wirklich, was jetzt geschieht damit, ist auch für Deutschland ist eine große Frage, wohin mit der ganzen dieser Erinnerungskultur. Das ist irgendwie... Es stellte sich heraus, dass es viel einfacher ist, sich mit Holocaust zu beschäftigen, als mit Putin. Denise, wir erleben hier eine, ja, auch Sprachlosigkeit angesichts dessen, was passiert. Du bist kein Schriftsteller, ich habe es schon gesagt, du bist Journalist. Aber auch du hattest deine Stimme verloren, als der Krieg ausgebrochen ist, der Angriffskrieg, warst du sozusagen weg, auch nicht mehr auf Social Media. Es kamen unzählige Anfragen an dich von deutschen Medien. Alle wollten auf einmal was wissen. Jeder hat die naiven, niedlichen Fragen gestellt. Du konntest aber nicht sprechen. Aber du hast... deine Stimme dann wiedergefunden. Wie hast du sie wiedergefunden? Also ich muss sagen, als Journalist bin ich halbwegs mental stabil, normalerweise. Aber es war eine Situation, auf die ich, also 24. Februar 2022, obwohl ich das in Tagen vorher schon vorahnen konnte, worauf sich das Ganze hinausläuft. Aber ich war mental wirklich nicht darauf vorbereitet, dass ich um 5 Uhr morgens irgendwie schon von meiner Wohnung im Norden Kiews irgendwelche Explosionen hören werde. Es war für mich wirklich ein ganz, ganz großer Schock. Und da kommen tatsächlich irgendwie auf einmal unzählige Anfragen, während du in erster Linie mit zwei Fragen dich beschäftigst. Also erstens, was mache ich denn jetzt überhaupt? Und die zweite Frage, die wahrscheinlich noch wichtiger war, ja, wie geht es meinen engen Freunden, Bekannten, Familie und so weiter? Und da kriegst du natürlich irgendwie auf einmal 150 Anrufe aufs Telefon, alle wollen irgendwas, aber du bist auch nicht wirklich in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Und ich brauchte wirklich ziemlich großen Abstand, muss ich sagen. Und ja, ich musste erst mal aus Kiew wegfahren und mich ein bisschen beruhigen und dann zur Arbeit wirklich zwingen. Also was Kater und Tanja jetzt erzählt haben, so vieles kann ich auch so unterschreiben, weil ja, also ich verstehe, dass es meine Arbeit jetzt nicht unwichtig ist, auch wenn auch
auch wenn gleichzeitig nicht super wichtig, aber dennoch irgendwie wichtig. Also ich weiß nicht, wie man das normal formuliert, Entschuldigung. Also ich glaube nicht jetzt an die große Macht des Journalismus, aber es ist auch nicht sinnlos, was wir machen. Und es war für mich einfach wichtig, meine Stimme wirklich irgendwie wiederzufinden. Und da musste ich mich eben, wie ich bereits gesagt habe, richtig zwingen. Das, was ich in den ersten Tagen gemacht habe als Journalist, jetzt vielleicht nicht als ukrainischer Staatsbürger, also fast alle Anfragen und so weiter abzulehnen, bis auf ein paar Radioschalten, das halte ich journalistisch fast für die beste Entscheidung meines Lebens eigentlich, weil keine eigentlich einen verzweifelten Journalisten braucht, der überhaupt nichts einordnen kann. Aber das war ein langer Weg, ein langer Prozess und der ist eigentlich natürlich bei weitem noch nicht abgeschlossen. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, da versucht man irgendwie das Ganze aufs Neue zu analysieren. Und ja, ich als Journalist muss ich sagen, dass ich sehr, sehr viele, es ist jetzt überhaupt nicht das Thema eigentlich, aber ich habe auch selbst sehr, sehr, sehr viele kritische Fragen an mich selbst, wie ich die Lage im Voraus eingeschätzt habe und so weiter. Aber ja, es ist, also dieses Zwingen, weil der Beruf doch eine gewisse Bedeutung hat und weil das irgendwie fast das Beste ist, was ich machen kann im Moment, das ist eigentlich das Wichtigste. Ja, ich hatte schon gesagt, du bist eben auch so ein Grenzgänger, der in deutschsprachigen Medien sehr viel einordnet, analysiert, überhaupt sehr viel erzählt über die ukrainische Wirklichkeit, worüber man hier sehr wenig weiß. Inwiefern ist es eine Rolle, die dir jetzt eben auch hilft, das eigene emotionale Chaos zu kanalisieren? Oder spürst du seit dem 24. Februar oder danach, dass sie nochmal besonders dringend ist, besonders wichtig? Naja, also es ist etwas, was meine persönliche Ausgangslage ein bisschen komplizierter macht eigentlich. Nicht die Verantwortung an sich, sondern die Tatsache, weil man sich eben zusätzlich Ärger hat, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich einfach das Gefühl habe, dass die ganze Arbeit, die ich die letzten 7 Jahre gemacht habe im deutschsprachigen Raum, die war mehr oder weniger umsonst. Weil ich nach dem Beginn dieses Krieges ungefähr die gleichen Fragen bekomme, wie ich diese auch irgendwie 2015 bekommen habe, aber einfach noch mehr. Und man hat versucht, ja, auch was die ukrainische Geschichte angeht, auch was die ukrainische Innenpolitik angeht und solche Sachen. Ich habe versucht, das Ganze, ja, die letzten mehr oder weniger 7 Jahre, wie ich gesagt habe, zu erklären. Und man muss aber wirklich sehr, also mit großer Trauer muss ich wirklich feststellen, dass die Ukraine zwischen November 2013 und Februar 2015 schon eine gewisse Rolle gespielt hat, ja, im Medienraum, aber als das Minsker Abkommen im Februar 2015 unterschrieben wurde, also dieser ganze Zeit zwischen Februar 2015 und ja, Ende des letzten Jahres beziehungsweise Anfang dieses Jahres, das hat die deutsche Öffentlichkeit total verschlafen. Auch diese gesellschaftlichen Prozesse, die in dieser Zeit in der Ukraine stattgefunden haben, also eigentlich mehr oder weniger alles. Also deswegen, ja, es ist weniger die Verantwortung, die ich ein bisschen trage und mehr diese Verärgerung über die Ignoranz in Bezug auf die Prozesse, die an sehr, sehr vielen Stellen offensichtlich waren, auch in Bezug auf die russische Politik, die, ja, es macht mich, ja, ärgerlicher und das erschwert ein bisschen meine persönliche Ausgangslage. Katja, dieser Ärger, den Denise beschreibt, auch über die Politik gegenüber Russland. Wie sehr spürst du den? Du hast selber angesprochen, einen offenen Brief an Steinmeier geschrieben, in dem du Waffenlieferungen forderst, in dem du nochmal für ein Gas- und Ölembargo wirbst. Diese Verärgerung über den Diskurs hier, wie groß ist die und wie sehr fühlst du dich da zum Handeln gezwungen? Ja, ich meine, wenn ich da dazu gezwungen bin, einen offenen Brief an Präsidenten zu schreiben, ist die Lage wirklich nicht schön. Ich verstehe wirklich nicht, was wir noch sehen sollen. Sollen wir so jetzt noch
Berichterstattung aus Mariupol bekommen mit 50.000 Toten. Oder ich verstehe nicht, wo diese Zahl liegt, wenn einfach die Klarheit hier geschaffen wird, dass es einen Aggressor gibt. Ja? Und es gibt ein Land, was versucht, sich zu verteidigen, zwar nicht nur sich, sondern Europa. Also es gibt ganz, ganz einfache Dinge, die tausendmal schon besprochen wurden. Und heute gibt es so ein Friedensdemo, wo es steht, also NATO Hände weg von der Ukraine. Also dann denkt man, Entschuldigung, wo sind Sie? Also was ist eigentlich passiert? Ich wollte einfach sagen, dass wenn wir Ukraine nicht helfen. Ich sage, wissen Sie, bei mir ist es ganz komisch. Ich sage manchmal wir Ukrainer und manchmal wir Deutsche. Ich habe nur einen ukrainischen Pass. Aber ich wohne seit so vielen Jahren in Deutschland und ich darf auch sagen wir. Also wenn wir hier nicht verstehen, dass wir Ukrainer mit allem Kraft helfen sollen, über russische Armee zu siegen. Es gibt kein anderes. Ich meine, warum sprechen die Leute über den Frieden, wenn dieser Frieden von einer Seite nicht möglich ist? Also Ukraine wollte Frieden, ganze Zeit. Ukraine hat niemanden angegriffen und man muss von vorne an alles erklären. Also die Tatsache ist, dass wenn wir Ukraine nicht helfen, so wie Deutschland kann, also ein bisschen... Bis jetzt hat nach Zahlen, die ich gesehen habe, Deutschland weniger Waffen an die Ukraine geliefert als Estland. Ja? Vielleicht ist es mittlerweile ein bisschen mehr. Dann akzeptieren wir diese Gewalt. Wir akzeptieren diese Gewalt, wir akzeptieren diese Vergewaltigung, wir akzeptieren Mariupol, wir akzeptieren das einfach. Ja? Damit kann ich sagen, Deutschland akzeptiert, dass vielleicht dadurch diese mickrige Zwerge oder Untermenschen leben und wir helfen nicht aus irgendwelchen Gründen, weil wir Pazifisten sind oder ja nie wieder. Und ich meine, ich habe das Gefühl, dass Deutschland tatsächlich Aufklärung braucht, auch über den Zweiten Weltkrieg. Ja, wir haben mit Tanja gerade darüber gesprochen. Also es wird immer gesagt, ja, Russland. Und ich meine... Es gab kein Russland, das war Sowjetunion, ja. Und Sowjetunion hat Deutschland von Faschismus befreit. Und das ist auch eine ganz schwierige ideologische Komplexität, also dieses Thema, ja. Aber wenn man ständig, ja, und dann irgendwie passiert etwas, das irgendwie bis jetzt ist es schwer zu glauben, dass dieser Russland, was uns allen von Faschismus befreit hat, war eigentlich diese totalitäre Macht, die jetzt wieder aufgestanden ist. Ja? Und, also es gibt Sachen, die, ich habe das Gefühl, bei vielen, vielen Deutschen einfach so zusammengeklebt sind und niemand kann die so ausfalten und verstehen, was eigentlich passiert. Und ich sehe wirklich ganz unterschiedliche Gruppen von Menschen. Für einige ist es so klar, sogar viele Menschen in Deutschland, die nie mit der Ukraine sich beschäftigt haben, sie sind wirklich, sie machen alles. Ja? Ich habe jetzt so viele Freunde, die ihre Wohnungen zur Verfügung gestellt haben. Ich habe irgendwelche Gräfin kennengelernt, die einfach ihr Familienhaus an Waisenhaus übergeben hat. Ja, was wirklich 700 Jahre. Also es passieren unglaubliche Dinge. Und dann gibt es diese Politiker. Und ich meine, die Situation ist tatsächlich so, entweder Mut gemeinsam oder wird es mit jedem Tag schlimmer. Und das Problem mit diesem Krieg ist auch, dass jeden Tag nicht nur mehr Opfer fordert, sondern auch mehr Geld kostet. Und das wird auch für Deutschland immer weiter schwieriger, wenn wir jetzt uns nicht entscheiden, über den Putin zu siegen. Das sind so einfache Sachen. Und ich verstehe nicht, wenn ich das verstehe, warum verstehen das Militärexperten nicht? Ich habe auch mittlerweile das Gefühl, dass alle Bankrotte sind. Verstehen Sie? Also diese sicherheitspolitisch, energiepolitisch, alles, was diese Leute für uns gebaut haben, auch mit dieser Appeasement-Politik über 20 Jahren, es ist eine katastrophale Welt und sie müssen sich zu Wort melden und das allen erklären und auch Konsequenzen ziehen und ihre Verantwortlichkeit übernehmen und die neue Frieden schaffen mit Waffen. Aber Der,
Die Russlandpolitik der letzten Jahre war es ja genau, die auch Steinmeier zum Vorwurf gemacht wird. Und so wurde er jetzt auch ausgeladen. Sie haben Ihren Brief aber explizit an Steinmeier gerichtet. Entschuldigung, ja, also ich finde übrigens diese Entscheidung, Steinmeier auszuladen, nicht klug. Und das ist auch die Sache, die vielleicht man ansprechen muss, und ich werde danach schweigen. Also Fokus ist, unsere Bemühungen von vielen Leuten ist, und das muss man wirklich ganze Zeit im Kopf behalten, dass möglichst weniger Menschen sterben. Ja? Dass Putin besiegt wird. Das ist die einzige Möglichkeit. Und dann muss man wirklich schauen, mit wem man handelt und wie. Ich finde, das ist wahnsinnig wichtig, Steinmeier, der fatale Fehler gemacht hat. Und es gibt wirklich ganz, ganz klare Gründe, warum. Es ist auch diese alte Politik. Und wir müssen solche Leute wirklich rausholen für Handeln. Wenn wir die jetzt abgrenzen, ausschalten, es bringt nichts. Es wird niemandem dienen. Tanja, wie sehen Sie das? Also es ist ja nicht nur die Frage, wie reden, sondern mit wem reden. Finden Sie es, haben Sie die Entscheidung nachvollziehen können oder finden Sie sie richtig, Steinmeier auszuladen? Ach so, was... Ich weiß es nicht. Also ich kann diese Entscheidungen wirklich nicht beurteilen, weil ich glaube, wir wissen auch nicht genau, was dahinter steckt und welche Gründe das alles hatte. Wir vermuten, dass es ein Zeichen einfach war aus der Seite des Kiews, dass wir diese Politik, die früher Russland gegenüber geführt wurde, nicht akzeptieren und dass die Ukraine endlich auch ein Subjekt der politischen Verhandlungen ist. Und nicht mehr als ein barbarisches Land oder ein barbarisches Nichtland, also wo irgendwelche Menschen leben, die uns, wir wissen alle besser, was sie wollen, was sie wünschen und welche Zukunft diese Menschen haben werden. Und jetzt ist es schon das Ende. Ja. Seit dem zweiten, dritten Tag des Krieges war das klar, dass die Ukraine selbst entschieden hat, sich zu wehren, mit oder ohne Europa. Und Europa war drei Tage des Krieges überhaupt nicht handelt. Also sie haben nicht gehandelt, sie haben alle gewartet, dass Kiew fällt. Das war das Schrecklichste. Diese drei Tage waren die schlimmsten Tage meines Lebens. Und danach alle plötzlich gesehen haben, oh je, sie machen das etwas. Sie haben ihre Opferrolle abgegeben. Sie können sich wehren. Sie haben keine Angst mehr vor Russland. Und das war also dieser Mut und diese Haltung hat auch Europa ermutigt zu weiteren Schritten. Und jetzt haben wir schon 50. Tag des Krieges, glaube ich, oder 51. Also man verliert sich auch schon. Ich persönlich bin total erstarrt. Also ich bin immer noch am 24. Februar, glaube ich. Mein Leben ist einfach gestoppt. Nachher gibt es nichts mehr. Ich habe mich auch verboten, eigentlich über die Zukunft zu denken, weil keiner überhaupt in die Zukunft jetzt blicken kann. Und keiner kann das hervorsagen jetzt, was genau passiert. Aber in dem Moment, es dauert. Ja? Dieser Krieg dauert, diese Entscheidungen dauern. Natürlich gibt es auch immer wieder Fehler von vielen Seiten. Aber wir sind flexibel. Das ist, wir sind modern. Wir sind solche, die reflektieren können, die unsere Fehler auch angeben können und da unterscheiden wir uns von Russland und das ist unsere Stärke, dass wir über alles sprechen können, dass wir zugeben können, wir haben das und das nicht gut gemacht. Wir können, also diese Modernität ist unsere Waffe eigentlich, viel mehr auch als die richtige Waffe, weil Russland ist total veraltet in ihrem Denken, wie sie agiert. Ja? Russland zieht uns zurück in die Vergangenheit. Und wir wollen alle in die Zukunft. Mit Internet, mit Elon Musk, mit Raketen an Mars und so weiter. Wir wollen das alles nicht mehr. Und jetzt, was können wir dagegen machen? Wir müssen wirklich kämpfen. Wir müssen unsere Angst, weil es geht ja
eigentlich im Prinzip nur um die Angst. Alle, du fragst, wieso, wenn du sogar verstehst, um was es geht. Warum verstehen das nicht die Militärexperten? Alle verstehen das eigentlich. Auch die Politiker verstehen, um was es jetzt geht. Aber alle haben so enorm Angst. Aus verschiedenen Gründen. Weil sie an sich nicht glauben, und das ist wirklich ein sehr interessanter Moment, ja, was eigentlich jetzt in der Ukraine passiert. Also man sagt Samostina Ukraine, ja, also diese Selbstständigkeit, ja. Es ist wirklich, ich glaube, man spricht so über ukrainisches Heldentum. Ich glaube, es ist überhaupt kein Heldentum. Das ist genau diese Haltung, ich bin für mich selbst. Und deswegen, also es ist, natürlich gibt es Ideologie, natürlich. Aber das Wichtigste in der Ukraine ist jetzt diese Haltung zu verstehen, was ich machen kann und was ich nicht machen kann. Also alle diese Volontärenbewegungen, also diese freiwillige Bewegung, es gibt einen Begriff, aber es ist eigentlich keine freiwillige Bewegung. Es ist diese Selbstständigkeit zu verstehen, okay, ich brauche Hilfe, ich frage nach Hilfe, ich kann etwas tun, ich mache. Also es ist unglaublich, jetzt Menschen zu beobachten. Es entsteht auch diese Logistik, ja, also egal, ob es um Lieferung geht oder um Hilfe verschiedener Art. Also man hat das Gefühl, dass selbst der Begriff von Logistik ist nicht mehr entfremdet. Also die ganze diese Entfremdungen unserer Welt, in welchen wir leben, arbeiten plötzlich in der Ukraine für Frieden. Das ist wirklich, wirklich erstaunlich. Also es gibt keine Logistik, die Menschen bedient. Ja, also jetzt ist es sozusagen Logistik für den Mensch und nicht umgekehrt. Und das glaube ich, sehr, sehr wichtig zu verstehen. Und deswegen ist es so merkwürdig, diese wohlhabende, sichere Menschen zu sehen, die in einer gewissen Normalität wohnen. Und ich glaube, unsere Haltung gegen Veranstaltungen ist auch so ein bisschen, also es gibt kein normales Leben jetzt. Und deswegen, wenn Politiker sich so benehmen, als wäre es alles normal, ich habe das Wort nicht, peinlich oder... Weil der Krieg so weit von uns entfernt ist. Eigentlich ist dieser Krieg nur in unserem Handy. Ja, ich sehe jetzt überall hier so ein schönes Leben. Ich lebe in dieser sicheren, schönen Welt hier. Und in meinem Handy herrscht Krieg. Und das ist so absurd für mich. So zwei Welten, die entfernt voneinander sind. Aber hier herrscht dieser Krieg auch. Ist hier auch diese Welt, die vor 24. Februar war, existiert nicht mehr. Das müssen alle verstehen, auch hier im sicheren Westen, weil niemand ist mehr sicher, auch hier im Westen, weil der Krieg wird weitergehen. Wir hatten schon einmal im 20. Jahrhundert zu tun mit einem solchen aggressiven Regime, aggressiven faschistoiden Regime. Dieses Regime wird nie aufhören. Das verstehen alle, das sagen alle Historiker. Es wird nicht aufhören. Ja. Denise, der Krieg ist längst hier, haben wir gehört. Wie antwortest du, wenn du eben von deutschen Medien dazu gefragt wirst, was deine Prognosen sind, was du jetzt davon hältst, Waffenlieferungen, ja oder nein, Angst vor dem Dritten Weltkrieg und so weiter, wie ist deine Prognose? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich fand die Position der deutschen Bundesregierung in Bezug auf die Waffenlieferungen immer scheinheilig, weil Berlin aus meinem für mich nicht verständlichen Grund vor dem Beginn dieser großen Invasion niemals das Argument benutzte, das eigentlich klar war, weswegen Deutschland vorher die Waffen nicht geliefert hat. Also Deutschland war ja Hauptvermittler im Normandie-Prozess, also im Donbasskrieg, und es wäre komisch gewesen, wenn der Hauptvermittler wirklich Waffen liefert. Deutschland, also Berlin, hat das immer mit irgendeiner historischen Verantwortung und bla 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 begründet. Das sage ich jetzt in ganzer Deutlichkeit. Diese historische Verantwortung, die ist gegenüber der Ukraine vielleicht sogar an einigen Stellen größer als gegenüber Russland. Und das konnte ich niemals ernsthaft wahrnehmen. Also wie gesagt, das war eine absolut scheinheilige Position. Und das möchte ich gerade mit dieser Begründung, die benutzt wurde, und das möchte ich einfach in aller Deutlichkeit sagen. In Bezug auf die Situation, die wir jetzt haben, glaube ich auch, dass das, was Berlin macht, nicht wahnsinnig klug ist. Also im Grunde genommen
Also so wie sich dieser Krieg entwickelt, wird Deutschland, wird Berlin wirklich mehr oder weniger alles liefern müssen, was die Ukraine braucht, früher oder später. Das ist ja klar, glaube ich, für jeden. Es ist die Realität, die ich für mich auch wirklich akzeptieren musste, ist dieser Krieg wirklich. Also ich meine, jetzt die aktive Phase dieses Krieges, der jetzt läuft, also die Zukunft insgesamt, die sieht auch nicht so gut aus, muss man sagen. Die wird ja mindestens ein paar Monate dauern. Und anders geht es einfach nicht. Also die Ukraine ist in der Lage, den russischen Kräften erfolgreich zu bekämpfen, in sehr, sehr vielen Orten an der Front. Und das ist auch gut so. Ich glaube, es ist für viele Menschen in Deutschland auch irgendwie unklar, dass die sogenannte Aufgabe der Ukraine, das ist überhaupt keine Option. Und wir sehen ja jetzt in besetzten Gebieten im Süden der Ukraine, was passiert, wenn das irgendwie sich ausweitet. Und ganz grundsätzlich muss ich auch einfach sagen, also wenn dieser Krieg irgendwann in dieser Form vorbei ist, wird die Bedrohung für die Ukraine auch nicht wirklich aufhören, die wird nicht zu Ende gehen, egal wer da in Russland an der Macht ist, ob es mit der nächsten russischen Regierung oder mit der übernächsten russischen Regierung, wird Moskau wahrscheinlich sich nicht erlauben können, dass die Ukraine sich erfolgreich entwickelt. Es besteht ja für Russland kein großes Problem, irgendwie eine Rakete pro Halbjahr in die Ukraine zu feuern, einfach um das Land instabiler zu machen und in ein paar Jahren auch wieder einen größeren Konflikt, einen größeren Krieg zu beginnen. Und das muss, glaube ich, dem Westen und auch Deutschland klar sein. Und das, also diese Klarheit, also ich glaube, das verstehen die meisten Militärexperten, auch Politiker und so weiter, aber die Position, die von denen geäußert wird, die ist, glaube ich, immer noch wahnsinnig realitätsfern. Also auch hier der eindeutige Appell zu handeln. Ich möchte noch einen anderen Punkt ansprechen, der vorhin immer mal wieder angeklungen ist auch, und das ist dieses Westplaining. Stefan Twarduch, der polnische Schriftsteller, hatte einen Artikel in der NZZ verfasst, wo er westeuropäischen Intellektuellen ein Westplaining vorwirft. Also, und zwar sagt er, Osteuropa oder eben auch die Ukraine bleibe in diesen Debatten so oft ein Objekt, das also manipuliert wird von Großmächten. Also die Akteure sind der Westen, ist Russland und dazwischen so eine Terra Nullis. Inwiefern, Tanja, empfinden Sie dieses Westplaining auch im Moment, obwohl wir ja auch gehört haben, wie selbstbewusst die Ukraine ist und auch die Ukrainerinnen und Ukrainer, wie tatkräftig, wie sehr sie Verantwortung übernehmen? Ja, wir haben schon ein bisschen, also ich habe schon ein bisschen darüber gesprochen. Ja, ich glaube, dass am spätestens 26. Februar ist das nicht mehr aktuell. Also die Ukraine entscheidet für sich sehr viel. Und die Ukraine ist für mich nicht mehr als Objekt. Im Westen versucht man das immer noch so vielleicht für die Ukraine etwas entscheiden, aber mit oder ohne Europa. Das war sehr klare Worte von ukrainischen Präsidenten und da war ich wirklich erstaunt, dass er so auch diesen Punkt angesprochen hat. Die Ukraine war immer ein Land zwischen Westen und Osten. Immer so ein Land, das aufgeopfert wurde, damit im Westen Ruhe herrscht, damit im Westen man besser leben konnte. Hunderte Jahre, mehrere Beispiele dazu geben. Immer das Gleiche, auch am Anfang des 20. Jahrhunderts, als die Ukrainer schon versucht haben, einmal die unabhängige Ukraine zu gründen, da waren drei Punkte, wieso die Ukrainer gescheitert sind. Erstens, innerhalb der ukrainischen Bewegung war sehr viel noch Unbewusstsein und zwischen denen gab es viele Ungleichheiten, zu wenig selbstbewusst.
Dann zweiter Punkt, Russland war viel zu stark, viel zu mächtig. Also der Feind war damals sehr groß. Und aber auch, dritter Punkt, dass Europa nicht an die Ukraine geglaubt hat, überhaupt nicht, und nicht unterstützt hat. Und jetzt haben wir wieder, die wiederholen diese Geschichte ein bisschen. Die Ukraine ist aber viel, viel selbstbewusster geworden und eigentlich ist diese Nationalbildung fertig. 2014 hat damit Ukraine abgeschlossen, also fertig geworden. Der Feind ist aber nach wie vor unglaublich stark. Und jetzt kann die Rolle des Europas, des Westens, sehr entscheidend sein in diesem Krieg. Vorgestern habe ich eine andere Diskussion gehabt in Erfurt mit zwei Historikern. Und einer hat dann mir gesagt, egal, und diese Wörter möchte ich auch wiederholen, egal wie es weitergeht, die Ukraine existiert schon. Es wird egal wie dieser Krieg ausgeht, ein ukrainischer Staat wird es geben. Es ist jetzt kein Zweifel mehr. Es ist nur die Frage, wo dann die Grenzen liegen, tatsächlich im Osten, im Süden des Landes. Aber das Land mit Kiew wird existieren. Mhm. Also intellektuell, es ist wirklich ab und zu richtig peinlich. Ja? Also es gibt auch Pop-Philosophie, habe ich gehört, in Deutschland. Sie vielleicht erinnern sich an Satz eines sogenannten Philosophen, der gesagt hat, dass die Ukrainer Recht haben, sich zu verteidigen, aber sie haben auch Pflicht, einen Moment zu erkennen. Also ist rhetorisch genial. Die Ukrainer haben auch Pflicht, den richtigen Moment zu erkennen, wenn sie sich kapitulieren sollen. Also ich glaube, das ist sehr symptomatisch, dass ein Philosoph sozusagen das Schicksal mit dem Krieg austauscht. Und das seine, war mehr Richard David Precht. Also man kann seinen Namen auch verschweigen. Aber es gibt schon mittlerweile auch andere Intellektuellen. Die also ich glaube, er selbst darf sich kapitulieren, zwar sofort. Er kann sich schon kapitulieren, würde ich sagen. Aber verstehen Sie, was passiert? Also es werden ein Volk, 40 Millionen Volk, eine Sklaverei unterstellt. Ja? Also, und ich glaube, wenn die Leute sich solche Sätze erlauben, es bedeutet, sie sind selbst innerlich Sklaven. Ja? Sie sind selbst innerlich käuflich. Sie glauben nicht, dass ihnen gegenüber ein Mensch sitzt, der eigenen Willen hat und eigene Wünsche und eigene Vorstellungen. Also, weil sie so gekauft sind, denken sie, dass die anderen auch so sozusagen ein Schauplatz von Interessen sind. Und wenn sie einen Menschen treffen, der ihnen sagt, ja, Ukraine ist so ein Schauplatz, da ist NATO und da ist dieser Mensch hat keine Meinung und keine Haltung. Das ist reine Ideologie. Er versteht auch nichts von Tatsachen. Und das ist in diesem Sinne, also Herr Precht, obwohl er ist eher ein Pech, also er ist, das ist eine symptomatische Sache. Und ich meine, man kann auch diesen Satz als Ende der deutschen Humanismus irgendwie erklären, ja, für das Ende von deutschen Humanismus erklären. Ich würde das nicht machen, weil dieser Mensch nicht ernst ist. Aber leider gibt es sehr, sehr viele Menschen, die so denken, ja. Und wenn man ihnen sowas sagt, bedeutet das, dass dieser Mensch selbst keine Haltung hat. Ja, also es ist eben wieder dieses Orientieren an Russland, dieses Stopp-NATO-Parolen, die man hier eben auch hört und dazwischen irgendwie die... Aber das ist auch ein Versuch, eigentlich eine leichte Entscheidung zu finden. Also leichte Entscheidung zu finden, dass es endlich alles aufhört. Ja? Dass wir auch wieder unsere Urlaube planen können für den Sommer. Der Sommer kommt und wir wollen uns nicht ewig mit diesem Krieg beschäftigen. Und da sucht natürlich... Aber wir wollen uns auch nicht... Absolut. Entschuldigung.
Aber ja, das sind dann kommen solche, also solche Parolen, solche Argumente, wie man das schnell irgendwie fertig haben kann. Aber es gibt leider keine einfache und leichte Entscheidung oder so eine Lösung dieses Krieges, außer eben, ja, dass der Westen wirklich Mittel findet, um das Regime zu stoppen. Stoppen, indem er nicht weitergeht und mindestens das. Ja. Ich glaube auch, dass ohne gemeinsame Mühe, und das ist wirklich keine mystische Kategorie, ja, es ist wirklich etwas, was Menschheit überhaupt erschaffen hat, in gewisser Weise. Ja. Und da ist alles ganz klar und da soll jeder eigene Rolle finden. Und ich bin der letzte Mensch, der sagt, ihr müsst jetzt alle aufstehen, spenden und so weiter. Nein, überhaupt nicht. Aber jede kleine Hilfe hilft. Ja, und das finde ich einen wunderbaren Schlusssatz. Die gemeinsame Mühe, jede kleine Hilfe hilft. Ich glaube, wir haben hier heute Abend, aber wir haben so viel gehört über auch die Verantwortung eines jeden Einzelnen, darüber, dass jeder Einzelne jetzt seine Rolle, seine Möglichkeiten überprüfen möge. Und dafür danke ich Ihnen allen dreien ganz, ganz herzlich. Ihnen auch dafür, dass Sie hier waren und den Zuschauerinnen und Zuschauern zu Hause dafür, dass Sie eingeschaltet haben. Und ich möchte hier auch nochmal danken dem Organisator, nämlich dem Deutschen Theater, dass es uns diesen Raum gibt, wo wir darüber sprechen können und uns austauschen können. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.